Ja, ich will es relativ kurz halten. Ich glaube, jeder möchte auch, gerade von der Presse natürlich, auch Liverpool gegen Bayern sehen. Deswegen, es war ein Kampfspiel, es war ein erwartetes, schweres Spiel. Ja. Jedes Spiel in der dritten Liga ist unheimlich umkämpft und ist immer von Momenten abhängig. Und ich glaube, dass wir heute das Eigentor uns mal kurz ins Wanken gebracht hat, dann aber unsere offensive Qualität endlich mal wieder die Durchschlagskraft hatte und den Ausgleich dann im richtigen Moment eben gemacht haben. Und dann sind wir ins Rollen gekommen, haben auch mehr Aktionen nach vorne gehabt. Wir haben in der ersten Halbzeit viele Ansätze gehabt, aber keine klaren Torchancen. Und summa summarum muss ich sagen, dass ich mit dem Sieg heute natürlich sehr, sehr zufrieden bin, dass meine Jungs hier auf dem Platz alles abgerufen haben, voll dagegen gehalten haben. Es waren nicht einfache Bedingungen, aber jeder hat sie angenommen, auch die Asbach haben sie angenommen. Und ich glaube, das weiß jeder, dass der Sieg einerseits für wen natürlich für mich sehr, sehr wichtig ist und für uns. Und andererseits er mir natürlich auch ein bisschen wehtut. Und ich hoffe, dass die SG genauso weitermacht, wie sie jetzt die letzten 5 Spiele auch gemacht hat. Punkten, Punkten, Punkten. Es sind noch genug Spiele und die Mannschaft hat die Qualität und vor allem auch die Mentalität, um diese Liga zu halten. Und dafür wünsche ich ihr natürlich ganz, ganz viel Erfolg. Und ich werde das ein oder andere Spiel sicherlich auch hier wieder verfolgen. Und Florian natürlich dann dementsprechend der Weiterträger. Ja, wünsche, dass ihr das Ziel erreicht und dass ihr Vollgas weitergeht. Danke.